Guten Morgen Traderinnen und Trader. Heute ist Donnerstag. Ja, Datum habe ich gerade vergessen. Spielt aber keine Rolle. <laughs> Ach die Köpfe, was hier so alles raucht. Es ist so viel los. So viele Dinge auf der Uhr. Euro, US-Dollar heute, S&P 500 und Cannes-Dollar, Schweizer Franken. Das, die Themen für heute. Übrigens am 22. Oktober selbstredend. Das kommt. Etwas spät, aber es kommt noch. Guten Morgen, Grüße kommen rein. Das ums erste Holger, heute hast du gewonnen. Sehr gut. <laughs> hier gibt es zwar nichts zu gewinnen für den Ersten im Trading. Gibt es für den Ersten oftmals äh, eine gute Überraschung. Äh, von der Seite her gute Trades zu planen, macht immer Sinn. Deswegen schauen wir hier als erstes morgens immer auf die Märkte. Wie schon gesagt, heute schauen wir mal den beflügelten Euro-US-Dollar an. SP 500, <laughs> das sieht für die Long-Seite momentan ein bisschen strange aus. Ähm, das schauen wir uns mal etwas näher an. Die Short-Seite sieht, naja, wie soll ich das sagen, auch momentan nicht so verlockend aus zumindest nicht für die weiten Abstände, wir sehen in den letzten Tagen immer so eine ganz wichtige Marke hier im S&P 500, die immer wieder angelupft wird, da schauen wir uns das Chartbild mal an, weil diese Marke hat wirklich eine gewisse Relevanz und wenn diese Marke bricht und das ist immer das, wo ich sage mit dem Spannungsumfeld, wir schauen ja hier morgens immer wieder auf gute Spannungsumfelder, Ey, da haben wir wirklich ein richtig gutes Spannungsumfeld, ja, das ist hier Hollywood-Story, die heute auf uns wartet, ne? wir haben einen wichtigen Punkt im S&P 500 und heute Abend, naja, in den USA ist abends, bei uns ist es mehr nachts, das nächste TV-Duell, Showdown, Popcorn raus, Cola auf die Couch und los geht das, werden sich viele Amerikaner heute Abend sagen. Das wird eine echt richtig spannende Geschichte, was da wieder passiert und wie schon gesagt, diesmal gibt es sogar einen Stummschaltknopf, wenn einer der beiden einfach sich immer wieder einschaltet. Also das verspricht eine sehr, sehr spannende Geschichte zu werden. Wir machen weiter hier an dieser Stelle, bereiten den Handelstag für heute vor. Zu Beginn wie immer der Blick auf die Risiken, bitte in Gänze den Risikohinweis hier zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das hätten wir besprochen und damit schauen wir auf die Tagesnachrichten und wir sehen hier oben eine dicke, fette rote Zahl beim Thema GfK Konsumklimaindex. Der steht bei minus 3,1. Der letzte war minus 1,7. Die Prognose war minus 2,8. Das heißt, es rutscht wieder ab das Konsumklima in Deutschland. Das ist nicht so schick. Ich gehe mal ganz kurz eine Seite weiter, keine Sorge, wir besprechen die anderen Nachrichten auch noch. Aber ich will mal mit dieser Grafik hier auf etwas hinaus, ähm, was mir persönlich wichtig erscheint. Ähm, auch wenn diese Zahlen, die wir hier momentan sehen, verglichen mit diesem ganz, ganz starken Rutsch hier nach unten, ähm, den wir zu äh, dem richtigen Durchstarten der Pandemie hier bei uns in Deutschland gesehen haben, nicht vergleichbar ist. Ja, zum Glück, sag ich mal, sind diese Zahlen nicht so schlecht. Aber schaut mal. Was einfach hier passiert ist, der Markt fing hier langsam an abzurutschen, dann hat es ordentlich den Ruck nach unten gegeben, dann gab es die Erleichterung, da ist das GfK-Konsumklima wieder deutlich angestiegen hier Richtung Nulllinie, aber seitdem rutschen wir wieder Stück für Stück nach unten. Und das ist so ein bisschen ein Thema, das muss man mal so ein bisschen im Auge behalten, weil wenn sich das Konsumklima nachhaltig sozusagen nach unten entwickelt, ist das zumindest kurzfristig äh, für die Wirtschaft keine so richtig gute Sache. Das hängt so ein bisschen auch damit zusammen, ähm, dass der ein oder andere wahrscheinlich nun doch anfängt zu überlegen, Mensch, wie lange kann mein Unternehmen denn die Kurzarbeit noch halten? Wann werde ich denn arbeitslos? Und wenn solche Gedanken, egal ob man jetzt von der Kurzarbeit rausgeht und in die Arbeitslosigkeit kommt oder nicht, ja, diese Gedanken spielen natürlich eine Rolle. Und wir hatten das ja an der Stelle schon öfter auch mal. Jemand, der sich mit so etwas konfrontiert sieht, der wird sein Geld anders behandeln als jemand, der sich sagt, es ist alles okay, ich gehe mal ein bisschen shoppen, ich kaufe mir ein paar neue Schuhe oder was auch immer das ist dann anders und das ist das was wir ein bisschen im Auge behalten sollten ja weil das hat natürlich auch Einfluss auf die Wirtschaft und das wird mit Sicherheit auch die Indizes beschäftigen gerade hier bei uns in Deutschland also das der kleine Blick in die aktuellen Zahlen mal visualisiert vom GfK Konsumklima ich weiß wir bekommen immer diverse Zahlen die Unternehmenslenker die sind in Teilen für die Zukunft schon wieder ein bisschen deutlich optimistischer geworden einfach weil sie sehen wenn sich das Ganze bessert bessert sich auch die Auftragslage wir sind in der zweiten Welle. Mal schauen, was kommt. Man hat gelernt, man weiß etwas besser, mit dem Ganzen umzugehen. Von der Seite her müssen wir das Ganze hier an dieser Seite auch immer so ein bisschen im Kontext sehen. Ja, Das Ganze. Was gibt es heute noch an Nachrichten? Wahnsinnig viele Sachen gibt es nicht. Wie Bank of England Governor Bailey spricht. Wir haben weiterhin das Thema Brexit-Verhandlung. Es wird weiter hart gerungen, um das Thema Brexit. Ja, Das ist noch lange nicht erledigt. Momentan sieht es eher nach einem harten Brexit aus, man versucht das Ganze noch zu umgehen, aber auch die EU ja, versucht gerade noch eine Lösung zu finden, falls das doch so kommt, dass es einen harten Brexit gibt, wie man mit der Situation dann zumindest zeitnah und kurzfristig umgehen kann. Ja, was gibt es noch aus den USA? Heute 14.30 Uhr Arbeitslosenzahlen, zumindest die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und wir bekommen die Verkäufe bestehender Häuser im September letzteres um 16 Uhr. Das haben wir. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir in die Charts. Die ersten Wunschmärkte fliegen auch schon rein. Sehr gut. Das gefällt mir. Wie wir den Dow heute Morgen sehen, haben wir bei 28.000 eine starke Unterstützung. Machen wir gleich in den in nächsten Minuten. Zuerst die drei Handelsideen. Euro, US-Dollar, SP 500 und kein Dollar, Schweizer Franken. Und ich würde sagen, wir machen zuerst mal die Na. Hier haben wir es ja. Die Währungen. Chart wird groß und dann geht es hier los mit dem Blick in den Euro. Allerdings brauche ich hier äh, zuerst einmal den Blick in den Tageschart rein. Da interessieren mich momentan fürs große Bild die kleineren Sachen noch nicht. Deswegen lösche ich hier auch einfach mal kurz das raus, was wir hier für die kurzfristige Sache nicht benötigen. Diese Marke, die wir hier haben, und die wir sehen hier einen wiedererstarkten Euro. Wir sehen es. Der ist hier einigermaßen stark unter Druck gekommen vom Hoch bei 1,20 und ein bisschen was runter auf 1,161. Jo, das war ein Rutsch und dieser Rutsch war trendig. Und das ist das Interessante, was wir jetzt sehen. Wir sehen momentan einen Richtungswechsel. Und jetzt wird es hochinteressant, was wir in der aktuellen Verortung sehen, weil der Richtungswechsel an sich äh, hat ja diesen Abwärtstrend, den vorangegangenen, noch nicht rausgenommen. Heißt also, wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, hier an dieser Stelle, der Abwärtstrend, den haben wir da. Hier. Also, hier ist er verlaufen. Erste Bewegung, Korrektur. Zweite Bewegung und das, was wir jetzt sehen, ist, den Markt hat einfach nach oben laufen. Und dieses Level, wo wir gestern oben reingelaufen sind, also mal über die Marke von 1,1870, das war wichtig und jetzt müssen wir den Fortgang sehen. Das ist ganz, ganz spannend zu sehen, was hier passiert. Im nahen, im näheren Bereich haben wir nämlich ähm, einen guten Kaufbereich. Und zwar schaut mal hier, das ist das Level. Da ist dieser Aufwärtstrend entstanden hier an dieser Stelle. Und wenn wir tatsächlich hier nur einen kurzen Rückschnapper sehen und es dann gleich weiter nach oben gehen, das ist im großen Bild ein sehr, sehr positives Zeichen. Und da könnte es durchaus charttechnisch so weit kommen, dass wir hier oben nicht anhalten. Das heißt, dass wir hier keinen Stopp machen, sondern wir hier plötzlich die Verkauforders auf den Markt fliegen sehen. Also, Andersrum, die Eindeckungsorders von denjenigen, die hier auf die fallende Richtung spekuliert haben, die sich hier oben absichern, die kommen dort dann natürlich in den Markt rein. Und da spielt dieses Level hier um die 1,18,70 bis 1,19,17,18 hier oben, wo das hoch ist, eine wichtige Rolle. Wenn dort plötzlich die Nachfrage steigt, dann sehen wir gute Chancen, hier in diese Richtung oben irgendwo mit reinzulaufen. Das Ganze hier im größeren Bild. Auf der Unterseite auch mal kurz noch im großen Bild das Ganze zusammengesehen. Natürlich noch die Tatsache, wir sind jetzt hier in die Bewegung reingelaufen. Die Bewegung hat natürlich noch einiges an Potenzial auch da. Also, wenn wir das mal ganz kurz ausmessen wollen, mal ganz grob hier unten reingesehen, wenn wir das mal unten raufsetzen und das oben spiegeln, das sind hier Kurse über 1,19,5, 1,19,6, ohne weiteres planbar, ja aber die Korrekturmöglichkeiten haben wir halt und wenn wir jetzt hier am Ausbruchsniveau ähm, über das Trendentstehungslevel keine Nachfrage bekommen, dann müssen wir schauen, wo geht's denn hin? Und da sehen wir hier mal mit Blick auf die letzte Bewegung nicht wirklich viel, was aufhält. In den kleineren Zeiteinheiten sehen wir es gleich, das schauen wir uns an, aber hier mal die wichtige Marke. Der größere Support ist hier das höhere Tief um die Marke von knapp unter 1.17. Hier bei 1.1696 in etwa der Drehbereich hier unten. Das Tief hier unten war noch ein bisschen tiefer. Das haben wir bei 1.1688. Also hier unten sozusagen dieses kleine. Zwischentief, was wir hier unten drunter haben. Das ist eigentlich das richtige Korrekturtief. Der Schwungbereich ist hier unten. Das sehen wir hier drüben auch. Das ist mal der Blick in das große Bild. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal noch im kleineren Kontext an. Nämlich hier im 4 stunden chart Und da sehen wir, wir drehen momentan in der Korrektur nach oben um. Also wir bekommen gerade die Umkehr der Nachfrage im Kontext der Lesweise hier der Trendtechnik. Ist das ein Kaufsignal, was wir hier haben? Und wer den Vier-Stunden-Trend sozusagen als Richtungsgeber nimmt, hier in dieser seite ich skizziere das mal ganz kurz den auflauf nach oben sozusagen also das was wir hier im groben ganz grob skizziert, ist einfach mal kurz durch hier das sind die dinge und jetzt kommen wir halt unten aus der korrektur raus und das gibt uns halt die guten chancen zur oberseite entsprechend mit reinzulaufen ja an diesem punkt und wenn wir einfach sehen ähm, die anlaufpunkte hier an dieser stelle wo sind sie denn zu finden ich raffs zusammen nach oben hin wie schon gesagt, das haben wir ja gesehen, noch ein kleines Stückchen weniger, wenn wir hier tatsächlich die Trendfortsetzung machen, das heißt, wenn wir hier oben oben drüber diesen Schub über dieses Level von 1,1870 nachhaltig bekommen, dann haben wir den Weg nach oben frei. Und im untergeordneten Kursbereich sehen wir auch noch Anlaufpunkte. Und zwar hier an dieser Stelle, hier oben an diesem Zwischenhoch um die Marke von 1,19. Und dann hier geht es schon relativ flott oben rauf. Also so viel ist da nicht, was aufhalten kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das auch im Auge behalten, was hier zur Oberseite da ist. Unterseite müssen wir natürlich ein bisschen mit betrachten. Hier kann es durchaus auch den Weg nach unten geben. Wenn wir hier oben nicht drüber fliegen, sondern nach unten abprallen, dann wäre es halt wichtig, was passiert hier. Schaut mal hier in diesem Bereich hier um die 1,18, 32, 33 haben wir ein Level. Das hat hier drüben schon häufiger mal ähm, einen, einen bemerkenswerten äh, Satz nach oben gemacht. Dann gab es den Rutsch nach unten, dann wieder hoch, dann wieder nach unten. Also es ist ein Level mit Marktbeachtung. Und das ist jetzt wichtig. Sollten wir hier oben nicht drüber laufen, sondern drunter laufen, haben wir einen Gegentrend nach unten hin und dann müssen wir uns die unteren Seiten mit anschauen. Und dann sind es halt die Level, die hier in Frage kommen, die wir sehen. Das kleine Ausbruchslevel hier bei 1,18.3. Und dann haben wir hier den Schwungbereich unten um die 1,17, 64, 65 in diesem Drehbereich. Das Ganze hier hier und dann haben wir schon diesen support den ich auf tagesbasis mitgegeben habe und wir schauen uns den letzten schub hier das was wir nach oben sehen aus der korrektur jetzt gleich mal noch in der kleineren zeiteinheit an ähm, und da werden wir nämlich sehen was ich meine dass hier tatsächlich die umkehr schon mit reinkommt schaut euch das mal an hier da sehen wir es drinnen schaut mal das hier war der korrektive abwärtstrend der ist jetzt rausgenommen worden. Der Markt trendet hier schon wieder nach oben. Das ist das Positive und im kleinen Bereich haben wir hier auch nach oben hin Anlaufpunkte. Schaut mal hier dieses Zwischenhoch um die 1.1865, das war hier auch das Level, als wir nach unten umgefallen sind im kleinen, als die Korrektur begonnen hat. Das sind mal die ersten Marker, die wir oder der erste Marker, den wir hier zur Oberseite haben, wo sich entscheiden wird, ob wir tatsächlich nachhaltig den Weg zum alten Hoch zum Zwischenhoch angehen von gestern, also das Tageshoch von gestern, oder bei weiter korrigieren, das wird sich hier relativ schnell mit zeigen. Das ist der Blick in das Währungspaar Euro-US-Dollar. Wir bleiben noch bei den Währungen und gehen direkt nochmal auf das Währungspaar kanadischer Dollar-Schweizer-Franken ein. Hatten wir ähm, vor kurzem erst mit einer Long-Idee besprochen. Die Long-Idee ist auch relativ gut aufgegangen. Wir sind schön nach oben rangestiegen. Heißt also hier an dieser Stelle, wenn wir uns. Was ist jetzt passiert? Kurzen Augenblick. Wenn wir uns an dieser Stelle, so, jetzt aber, wenn wir uns an dieser Stelle das nochmal kurz anschauen wollen, zur, ähm, ja, Visualisierung, hier, schaut mal hier, also, das war die erste Bewegung, die Gegenbewegung, ja, das hier unten hat sich sozusagen der Markt gefangen, ein Doppel, Boden gemacht und dann ging es hier hoch. Hat der Markt sich schön nach oben rauf geschwungen? Das ist das, was wir mal untergeordnet auch sehen können. Im größeren Bild hätten wir dann sozusagen genau das hier gehabt. Und jetzt sehen wir hier eine sehr, sehr, sehr starke Gegenbewegung. Das ist das, was wir aktuell hier sehen. Und da ist es interessant, wo die Verortung gerade steht, nämlich genau wieder unten in diesem, ja, ich sage mal, etwas breiteren Unterstützungsband. Wir sehen es hier drüben, hat diese, dieser Bereich hier unten auch schon mal Erfahrung bekommen, wo der Markt einfach rein angelaufen ist, abgeprallt und dann doch den Weg nach oben gefunden hat und das ist jetzt wirklich sehr sehr interessant hier sollten wir hier nämlich wiederum das gleiche bekommen wie hier drüben, als wir die Stärke unten rein bekommen haben, dann haben wir gute Chancen, ein Stück weit nach oben zu laufen. Und das, was ich hier jetzt mal in diesen zwei blauen Linien mit eingezeichnet habe, dass das hier eine Umkehr nach oben bekommt und wir durchaus etwas Platz zur Oberseite haben. Und das schauen wir uns mal eben kurz an im vier Stunden-Trend an sich an dieser Stelle. Da sehen wir nämlich hier den Markt weiterhin nach unten trenden. Wartet mal, ich mache mal ganz kurz hier noch das ähm, Paket zur Trenderkennung rein. Steuerung N drücken und dann hier einfach das MTO in Live-Signal mit rein. So, noch die Resteinstellung machen an dieser Stelle und dann zack, haben wir es nämlich da. Und wir sehen nämlich hier, schaut mal, das ist der momentan abwärts gerichtete 4-Stunden-Trend. Also, das ist das, was wir hier tatsächlich nach unten sehen. Wenn wir jetzt hier unten allerdings eine Umkehr bekommen, und das, da spreche ich jetzt erstmal nur vom kurzfristigen Bereich, ja. Das heißt, an dieser Stelle, ich mache das mal ganz kurz aus hier: der kurzfristige Bereich ist das, was hier nach unten gegangen ist. Also diese Bewegung hier vom Zwischenhoch da oben, ähm, das haben wir hier oben liegen, so grob um die Marke von 1,6925. Ja, auch interessant zu sehen, wo der Markt hier wieder rumgedreht ist, genau an diesem Bruchlevel hier unten. Und das Ganze, wenn wir hier tatsächlich jetzt die Korrektur bekommen, schauen wir uns wieder mal im 15-Minuten-Chart an. Dann sehen wir nämlich hier eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ja, und zwar schaut es euch mal an, das ist die Bewegung nach unten und die flacht jetzt ab. Und wenn wir hier an dieser Stelle jetzt tatsächlich es schaffen, einen Aufwärtstrend zu bekommen, also das heißt hier das Ganze nach oben, ja, dann jetzt hier die Korrektur nach unten hin und dann den Schub nach oben. Dann haben wir erst einmal zumindest einen Gegentrend im Kleinen. Ja? Und der Gegentrend im Kleinen hat dann hier eine kleine Hautaufgabe zu erledigen, nämlich dieses Level hier oben rauszunehmen. Ich mache es mal kurz in Grün. Wenn es dann drüber fliegt, dann haben wir nämlich richtig gute Chancen, weiter nach oben zu laufen. Heißt also an dieser Stelle, wo sind Anlaufmarker auf der Oberseite? Schaut mal hier. Wenn dieser Bereich rausgenommen wird, wir haben hier ein paar schöne Anlauflevel. Die Marke von knapp 1689, also knapp 1,69. Dann hier diesen Schwungbereich um dieses wichtige Level hier. Und dieses Level ähm, da oben ist wichtig. Wartet mal, ich nehme das mal ganz kurz doch in Rot mit hoch, weil wir hier oben einen Verkaufsbereich haben. Und dieser Verkaufsbereich hier. Ja, auch hier, da kann ich das schon ein ganzes Stückchen weiter mit nach hinten ziehen, wo wir eine Relevanz haben. Der ist halt nicht von der Hand zu weisen. Und wenn dieser auch noch rausgenommen wird, dann können wir deutlich auch noch ein Stück weit höher und möglicherweise sogar einen größeren Schub nach oben sehen. Aber im kleineren Bereich ist das Ganze schon relativ charmant, weil wir halt gute Karten bis zur Oberseite hin haben, hier oben bis rein. Da oben steht schon, die 069 knapp 25. Das ist interessant. Das sind die Marker, die wir hier auf der Oberseite haben und die dürfen wir durchaus auch behalten für die Longseite. Ansonsten nochmal kurz zurück der Blick in den Tageschart rein an dieser Stelle. Wenn natürlich dieser Bereich hier unten rausfliegt, hier, den wir hier haben. Moment, hier unten diese Unterstützung in diesem Level hier. Ich zeichne uns nochmal kurz den grünen ein. Also dieser Supportbereich hier unten. Wenn der rausgenommen wird, ja, dann sieht es natürlich so aus, dass der Markt wieder komplett rumdreht. Und komplett rumdrehen heißt in diesem Sinne den Weg nach unten einzuschlagen. Und wo die Anlaufmarker sind, sehen wir hier auch dann relativ schnell. Und zwar hier, schaut mal, einmal hier, einmal hier und einmal da unten. Ne? Das sind die Marker, die wir haben. Das mache ich jetzt gleich auch mal noch mit Linien fertig. Das heißt, unten rein. Anlauflevel hier einmal knapp die 1,68,4. Hier unten die 1,68,7, äh die 0,68,7 und hier das Tief ganz unten, ganz klar um die 0,67,4. Das ist der Blick in Kandler, Schweizer Franken und hier nochmal kurz der Blick in die Woche und da sehen wir es hier wie bei vielen anderen Währungen auch. Seitwärtslauf momentan, aber wir sehen auch, wenn so ein Seitwärtslauf gebrochen wird, dann können wir gute Bewegungen erwarten. Das war es zu den Währungen und jetzt gehen wir zu den Indizes. Oder haben wir noch eine Wunschwährung? Nö, eine Wunschwährung haben wir nicht. Das heißt, wir machen jetzt weiter. Nummer 1 mit dem S&P, Nummer 2 mit dem Dow. Wir starten mit dem S&P, der größte und wichtigste Index hier in den USA. Und wir sehen, was hier an dieser Stelle los ist. Und zwar... Lange, lange Abwärts. Ne? Wir sehen keine hochdynamische Abwärtsphase. Das ist ein Vorteil. Also sowas wie hier äh, würde uns bei so einer Phase wie jetzt wahrscheinlich irgendwo Kurse unten um die 2500, 2400 irgendwann bringen. Das haben wir nicht. Ja, also das ist ein relativ ruhiger Abverkauf. Aber wir sehen es an den Tageskerzen. Die schwanken doch schon ganz schönes bisschen teilweise. Ja? Also hier, wenn wir mal das sehen, der starke Schub nach unten, dann wieder aufgekauft. Also beide Dip. Und hier oben, Sell the Rip, huh? hoch, zack, nach unten, hoch, zack, nach unten, hoch, zack, nach unten, hoch, zack, nach unten. Da wird momentan einfach immer wieder oben abverkauft. Das ist das, was wir in den letzten 1, 2, 3, 4 naja, Handelstagen gesehen haben. Wie es heute wird, muss man sehen. Aber wir sind momentan in einem Bereich angekommen, ich mache diese Linie hier mal ganz kurz in grün, um die, ich sage mal ganz grob gesehen, 3.400 bis 3.420 Punkte Marke, ist ein wichtiges ja, Unterstützungslevel hier, dieser Bereich, den wir hier haben. Ähm, da ging es zur Sache, hier hatten wir den Abwärtstrend, ja? der wurde hier oben rausgenommen an dieser Stelle, wichtiges Level, deswegen und jetzt sind wir sozusagen in der Situation hier drüben an dieser Stelle, als wir diesen Bereich das erste Mal überschritten hatten, ja? da gab es nochmal hier ran, kurz runter und dann den Schub nach oben und jetzt ist es halt extrem wichtig, was passiert hier. Finden sich hier jetzt erst einmal tatsächlich keine Käufer, dann müssen wir uns ein bisschen mit der Chart-Unterseite beschäftigen. Und da brauchen wir halt den Blick auch rein in wichtige Anlaufmarker. Und deswegen schauen wir uns das Ganze mal kurz im, 4 Stunden, äh, im Stundentrend an an dieser Stelle. Da muss ich allerdings kleiner zusammenraffen, dass wir das Ganze mal sehen, damit wir ein paar Anlaufpunkte, ein paar Anlaufmarker haben. Und zwar... Wo finden wir denn Unterstützungsbereiche? Und Unterstützungsbereiche aus rein technischer Sicht, schaut mal hier, die finden wir um diese Marker, wie wir sie hier drüben haben. Also hier, grob der Schwungbereich um die 3000, naja, 3.400 Punkte Marke hier oben. Dieses Level, ja, wir sehen es, das ist ein wichtiger Support. Da wird es interessant, wenn diese 3400 und ein paar 120 nicht halten und wir sind momentan drunter und wenn wir es nicht schaffen, dort zu bleiben, wäre das ganz klar ein Abprallszenario und eine Fortführung der Abwärtstendenz, die wir jetzt haben. Und dann wäre der nächste Anlaufpunkt mal die 3400-Punkte-Marke. Runde Marke, psychologische Marke, durchaus interessant auch für kurzfristige Trader. Warum interessant für kurzfristige Trader? Da können wir auch schauen. Schaut mal hier, was hier passiert ist. Hier. Ran, abprall hier, ran, abprall. Da gibt es immer mal wieder die Chancen, hier ein Stück weit nach oben zu traden. Und jetzt haben wir natürlich die andere Linie. Ja, Wenn es von unten nach oben kommt und dann ein Abprall hier an dieser Seite, wäre das natürlich jetzt interessant für definitiv die Unterseite und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen äh, im näheren heißt das halt für uns im Kurzfristbereich zwei Marker werden hier mal definitiv interessant und zwar ist das zum einen das kleine Zwischentief hier unten keine Sorge wir schauen uns das Ganze gleich noch mal in größerer Auflösung an ich möchte zuvor hier im großen Bild noch mal auf das eingehen was jetzt wichtig ist also das heißt an dieser Stelle dieses Zwischentief und dann natürlich hier dieses Auffanglevel, weil das Zwischentief ist mal der erste Punkt, den wir hier planbar annehmen können, mit dem wir arbeiten können, ja? Warum? Der Markt schlängelt sich hier Stück für Stück nach unten, bricht durch den Support durch und testet ihn jetzt von unten. Und wenn das Ganze abprallt, dann haben wir diese Abwärtsbewegung hier. Ich mache die mal ganz kurz rein. Schaut mal hier, da sehen wir das Ganze nämlich, der Abwärtstrend, der kleine untergeordnete, der ist intakt. Und wenn wir jetzt da unten drunter fallen, hier unter dieses kleine Zwischentief, wir gucken mal ganz kurz, wo wir es genau haben. Das Tief dieser Kerze hier unten haben wir bei 3410 Punkten. Moment, ich schreibe das mal ganz kurz hier rein, damit wir es dort auch liegen haben. Das ist für die kurzfristigen Trader nämlich eine wichtige Marke. Wenn es da jetzt direkt runter geht, dann setzt sich der Abwärtstrend nach unten hin fort. Ja, oben haben wir auch noch einen Verkaufsbereich, der wichtig ist. Und den testen wir mit den Hochs gerade so ein bisschen an. Und zwar, das ist genau dieses Level, was wir hier haben. Wartet mal, einen Moment. Dieses Level ist momentan eine Marke, wo wir gesehen haben, der Markt ist hier definitiv mal rumgedreht. Also dieses Level hier an dieser Stelle, schaut mal, drauf, hoch, drauf, hoch, wupp, nach unten durch. Das ist jetzt ein. Sag ich mal, Widerstand im Widerstand. Und das ist ein wichtiger Punkt, den wir hier an dieser Stelle sehen. Wenn der tatsächlich abverkauft wird, ist das ein Zeichen, wird der aufgekauft, ja? Dann könnte es durchaus aus kurzfristiger Sicht mal noch ein Stückchen weiter nach oben gehen. Das heißt, dann können wir uns mal hier in diesem Bereich orientieren, sollte es doch irgendwo eine stärkere Gegenbewegung bekommen, also irgendwas um die 3458, 59 Punkte. Da müssen wir aber erstmal hier oben drüber. Schaffen wir es nicht, ist die Unterseite interessant und da kommen wir halt dahin, dass ich sage, jetzt müssen wir den Chart nochmal kurz ein bisschen kleiner machen, damit wir hier an dieser Stelle die kleineren Level auch sehen. Dann müssen wir uns zur Unterseite orientieren. Und da haben wir auch ein paar Anlaufmarker, nämlich das, dass wir hier den Schwungbereich nach oben sehen, sozusagen. Ich mache mal kurz den Zeitrahmen hier raus, dass wir einfach sehen, wo sind Anlaufpunkte und Anlaufmarker. Da muss man schon ein bisschen suchen. Hier, da ist nämlich so viel nicht. Hier gab es im Kleinen mal einen Haltepunkt. Hier haben wir die 3400-Punkte-Marke. Und das sind schon die Level, die wir da haben. Und das könnte durchaus dafür sorgen, dass wir einen ordentlichen Rutsch bekommen. Das heißt, hier fallen wir runter. Unter die 3410 heißt das Fortsetzung dieser Abwärtsdynamik Richtung 3.400 Punkte-Marke beziehungsweise unten dann 3.375, 76 Dieses kleine muss ich mich mal rüberdrehen. Dieses kleine Zwischentief, was wir da drüben sozusagen sehen, das sind dann die sehr sehr interessanten Punkte, also diese Anlauflevel, wie wir sie haben. Also diese beiden Marker, die sind interessant und das wird sehr, sehr wichtig für den Weg nach unten. Also, wenn es hier tatsächlich zur Fortsetzung der Abwärtsdynamik kommt, unter dieses Level raus, ja, dann hier 3400-Punkte-Marke, beziehungsweise hier unten ja, 3376. Das sind die Marker, die wir hier momentan sehen im SP 500. Und damit äh, verlassen wir den großen Index und gehen mal in den, ja, zumindest von den Werten auch betroffenen kleineren Index, nämlich den Dow 30. Ja, hier viele handeln den auch intraday und wir sehen es hier im Tageschart auch da. Wir haben momentan einen Abwärtstrend am Laufen. Hier sehen wir sehr sehr schön Bewegung, Korrektur, Zack nach unten. Äh, wenn wir uns das Ganze im großen Bild mal noch anschauen. Na, hier haben wir schon noch den Trend nach oben. Alles da. Aber wir haben halt die Gefahr weiterer Abgaben. Und wie schon gesagt, wir haben momentan Wahl. Äh, und innerhalb der Wahl kann einiges passieren. Und gerade die Show heute Abend, äh, ich denke mal, da wird der Markt auch ordentlich drauf reagieren. Äh, und da müssen wir sehen, wo es hingeht. Und jetzt kommen wir zurück zur Frage, die wir haben. Und zwar ganz genau, äh, ob wir bei 28.000 eine starke Unterstützung haben. Ne? So, und das ist jetzt der Punkt. Ich zeichne mal eben ganz kurz eine Linie ein bei 28.000. Die machen wir mal richtig schön dick hier. Zack. Und da gebe ich eine 28.000. So, das haben wir drinnen liegen. Diese Marke, die schauen wir uns jetzt gleich mal an. Und dann sehen wir nämlich hier sofort auf den ersten Blick diese Frage. Können wir mit Ja beantworten, wenn die Kurse da oben drehen und mit Nein, wenn sie fallen. Also man kann auf so eine Frage keine ausführliche Antwort geben, in diesem Sinne jetzt, weil was ist denn eine starke Unterstützung? Eine starke Unterstützung ist eine, eine, eine Unterstützung, die mehrfach getestet wurde und von der immer wieder aufgekauft wurde. Ne? Und wenn wir uns jetzt diese 28.000 Punkte Marke mal anschauen wollen, ich mache mal das Bild kurz ein bisschen kleiner. Ähm, dann sehen wir, dass das ein Level ist, ähm, wo man sagen kann: Okay, die wurde jetzt nicht wirklich mehrfach von oben angetestet, sondern sie wurde entweder äh, überschritten oder unterschritten. Ja? Und das ist, sind so die Drehmarken, die wir haben. Also, ähm, um das mal ganz kurz zu zeichnen, ich, ich skizziere es mal ganz kurz ein. Wir machen es mal ganz kurz so: Schaut mal hier. Das nehme ich mir jetzt mal als, als Linie. So, und wenn wir jetzt eine, eine Unterstützungslinie haben wollen, ja, dann brauchen wir, ich zeichne das Bild nochmal kurz in grün, also hier die Unterstützungslinie da, und wenn wir eine Unterstützung haben, dann brauchen wir einfach sowas hier. Drauf hoch, drauf hoch, drauf hoch. Also je öfter sowas getestet wird, je stärker ist die Unterstützung. So, und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, bitte auch im aktuellen Kontext, dann sehen wir jetzt nicht drauf hoch, drauf hoch, drauf hoch, sondern wir sehen eher drüber, drunter, drüber, drunter, drüber. Hm? Das ist keine starke Unterstützung im Sinne von, die hat schon ganz, ganz oft gehalten. Aber es ist natürlich eine Marke, die eine hohe Marktbeachtung hat. Und das ist jetzt ein weiterer wichtiger Punkt. Es ist davon auszugehen, dass diese Marke schon eine Relevanz hat, wo viele Trader drauf schauen und wir uns dort der Folgebewegung auch anschließen können. Das heißt, da müssen wir jetzt im Kleinstbereich einfach mal schauen, was passiert hier an diesem Punkt. Nämlich bekommen wir hier einen Abprall nach oben hin? Dann könnten wir durchaus im Sinne dieses aktuell laufenden Abwärtstrends eine Gegenbewegung sehen, eine Korrektive, und die hat ja auch ein bisschen Platz, ne? wenn wir mal sehen, wo das untergeordnete Zwischenhoch liegt. Das haben wir ja hier oben bei 28.840 liegen. Da ist durchaus Potenzial zur Oberseite hin. Aber wir haben natürlich auch das Potenzial zur Unterseite. Und dieses Potenzial zur Unterseite ist halt auch vorhanden. Und das haben wir mal locker bis hier unten rein. Ja. Also, die 28.000-Punkte-Marke sind schon ein sehr, sehr wichtiger Spannungswert. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal kurz anschauen wollen, hier mit Bezug auf die kleineren Zeiteinheiten, dann können wir hier im Stundenchart sehr, sehr schön sehen, dass der Markt, die Trenderkennung mache ich jetzt mal raus, dass der Markt hier durchaus deutlich Potenzial zur Unterseite hat, uns aber Chancen zur Oberseite bietet. Ne? Also. Die Unterseite hatten wir ja gerade besprochen. Das nächste Level, was wir hier haben, jetzt wenn wir uns das Ganze mal im Stundenchart anschauen, als Anlaufmarker, das ist mal hier unten diese Level um die Marke von, Moment, ich mache es gleich grün nochmal, als Anlaufpunkt. Hier unten, schaut mal. Hier, Nummer 1, dieser Drehbereich, Short, nach unten hin. Und dann hier unten. Dieser Drehbereich. Also 27.246 hier unten im Low, hier drüben ganz grab 27.649 um die 50, darum, wenn wir unten drunter durchfallen. Ja? Also da hat die 28.000-Punkte-Marke einen sehr, sehr wichtigen Fakt. Das ist das Durchrutsch-Szenario. Wenn wir uns jetzt das abreiß anschauen wollen, das heißt, wenn wir hier kurzfristig tatsächlich die Relevanz zur Oberseite bekommen, ja, dann sehen wir, relativ nah einem Widerstandsbereich, nämlich das ist der Drehbereich, den wir hier drüben sehen, hier an dieser Seite, da, hier, also um den Drehbereich von 28.165 in etwa, wenn das überschritten wird, dann haben wir gute Karten nach oben zu laufen. Wo können wir hinlaufen? Auch das, relativ schnell ausgesagt, hier, schaut mal, das sind die kleinen Schwungbereiche, die wir in den Kleinstzeiteinheiten sehen. Das sind die Drehpunkte, die wir da oben haben. Ja, das sind die Marker, die wir da brauchen. Und da haben wir relativ schnell das Ganze auch ausgemacht. Und zwar hier in den Bereichen um die Zwischenhochs. Und eine Sache dürfen wir nicht vergessen, dieser Bereich hier, das hier, das ist wieder mal genauso ein Widerstandsbereich, wo wir gesehen haben, da läuft was rein und dann verkauft es stark ab. Das sind dann die Relevanzen für die Zielplanung. Ne? Wenn wir merken, hier oben wird die Luft eng, dann können wir halt einfach sagen: gut, dann nehmen wir Gewinne raus. Und wenn wir hier aber von unten hochkommen, das heißt, wenn wir hier einen Gegentrend traden, dann haben wir die Chance. Und das schauen wir uns jetzt eben mal noch ganz kurz hier im Sage ich mal, kleineren Kontext an. Das heißt, wir schalten hier mal kurz noch runter in die fünf Minuten. Ja, und da sehen wir hier diese Linie, die ich gezogen habe. Das ist mal aktuell der Abwärtstrend. Und das, was wir hier momentan nämlich sehen, ist ein Hauch von Erholungsversuch. Ne? Also hier nach oben, nach unten, nach oben. Hier haben wir ein höheres Tief. Hier das erste höhere Hoch. Und jetzt kommt es halt drauf an. Wir brauchen dieses Bild, was wir hier sehen. Dann haben wir eine Chance, nach oben zu laufen. Und wenn hier der nächste Widerstand rausgenommen wird, dann haben wir die Chance, die Zeit uns nach oben zu orientieren. Und da sehen wir halt, dass die Marker, die ich gerade auch eingezeichnet habe, hier in den fünf Minuten tatsächlich auch relevant sind. Ne? Hier oben diese Bereiche, die sind wichtig und die haben wir als Planungspunkte auch gut ersichtlich im Fünf-Minuten-Chart. Das zum Dau mit Bezug auf die 28.000-Punkte-Marke. So, jetzt schaue ich nochmal nach, ob wir Fragen haben. Im Facebook haben wir keine weiteren Fragen. Das heißt, an dieser Stelle sind wir für heute durch. Ich wünsche allen einen interessanten und erfolgreichen Handelstag. Wir sprechen morgen über das Beachbook. Vielleicht je nachdem, wie ich es seit ich schaffe, noch mal ein bisschen über das Thema der US-Wahl. Das heißt, morgen früh lohnt es sich auf alle Fälle wieder einzuschalten. 8.30 Uhr hier live und exklusiv bei Tickmill. Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Bye bye. Tschüss.